Freunde, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig geiles Video. Und zwar werde ich heute einen kleinen Jungen, also Anton, einfach mal 24 Stunden lang, also einen Tag, komplett ignorieren. Wir sind gleich verabredet zum Aufnehmen. Er denkt, wir nehmen ein ganz normales Video auf und mein Schlachtplan hat schon begonnen, denn ihr seht jetzt einmal ganz kurz ein bisschen Videomaterial. Anton hat mich richtig zugespammt, weil ich ihm gesagt habe, yo Anton, ich melde mich, sobald ich losfahre. Und manchmal ist Anton halt ein bisschen ungeduldig und hat mir ganz, ganz viele Nachrichten geschrieben. Hat mich dann auch noch angerufen, das seht ihr jetzt auch noch mal kurz. Und ich war tatsächlich noch gar nicht in unserem Chat drin. Wir gehen da jetzt einfach mal live rein und gucken mal, was er gesagt hat. So, Freunde, ich bin jetzt hier im Chat von Anton und mir drin. Und ihr seht, ich hatte einen verpassten Sprachanruf um 16.09 Uhr und eine gelöschte Nachricht. Und dann ging es los. Ich mache mal kurz ein bisschen lauter. Kevin, wann kommst du? Kevin, wann nehmen wir auf? Kevin, wann kommst du? Kevin, wann nehmen wir auf? Wann kommst du? Wann nehmen wir auf? Wann kommst du? Hä? Wann nehmen wir auf? Wann kommst du? Ich wollte doch mit dir Brawl Stars aufnehmen. Hä? Oh mein Gott. Tigga. Und dann schickt er mir so 5 Millionen wütende Smileys, ein Ei und eine Eierpfanne. Du doofer Eierkopf. Alter. Wann kommst du? Ich mach dich gleich zu Spiegelei, wenn ich dich sehe. Junge. Und dann schickt er mir so ein... so einen traurigen Smiley von einem Hasen. Oh mein Gott, okay. Freunde, ihr merkt, es beginnt schon mal sehr krass. Ich habe Anton hier schon mal die ganze Zeit ignoriert. Ich werde jetzt auch mal nichts darauf antworten und einfach mal zu ihm hinfahren. Und ich werde auch direkt sagen, dass seine Mom nicht Bescheid sagen soll, dass ich da bin, sondern ich gehe einfach hoch in sein Zimmer und werde ihn dann dort einfach mal weiter ignorieren. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Los geht's. Freunde, ich bin jetzt bei Anton angekommen. So wie ich das von seinem Dad erfahren habe, spielt er gerade zusammen mit seinem kleinen Bruder Theo Fortnite im Zimmer. Und bevor ich jetzt reingehe, Freunde, ihr wisst es, ich werde jetzt gleich nicht weiterreden. Kauft alle den Merch, 1.12. 18 Uhr auf clashgames.shop, streng limitiert auf 500 Stück. Dazu gibt es eine handsignierte Autogrammkarte, ein richtig geiles Poster und ein 2024 Jahreskalender. Übrigens, hier an der Stelle, ganz, ganz wichtig, der Merch ist fast komplett ausverkauft. Der ist ja seit gestern erhältlich. Also wenn ihr noch etwas haben wollt, geht schnell auf die Seite. Das ist die letzte Chance. Ab jetzt werde ich nichts mehr sagen. Bei mir backt es gerade voll auf der PS4, Kevin. Guck mal, ich habe 999 Leben. 999 Schild. Kevin, was machen wir heute? Kevin, hallo. Kevin, warum antwortest du nicht? Hallo. Hallo. Kevin, was machst du denn? Mann. Was machst du denn da? Ich hab dich auf WhatsApp 18 Mal Millionen geschrieben. Nicht hast du geantwortet. Wenn du jetzt nicht antwortest. Kevin, antworte jetzt. Was machen wir? Theo, gib mal jetzt. Jetzt kriegt er einen auf den Schnulli. Mann, Kevin. Komm jetzt. Rede. Ich bleib jetzt hier. Theo, weißt du, warum Kevin so drauf ist? Nee. Voll der Nervige. Werf mich. Kevin. Die blockieren voll die Tür gerade. Wir haben uns meine Tür kaputt gemacht. Jetzt sie wieder heile. Kevin. Kevin, antworte jetzt. Ich gehe zu meinem Papa. Papa, komm mal. Papa, Kevin antwortet nicht. Hallo, Clemens. Hallo. Hä? Alles klar? Alles klar. Hä? Suchst du Anton? Ja, keine Ahnung, wo ist Anton eigentlich? Ich habe Theo auch noch gar nicht gesehen. Hä? Muss ich versteckt haben. Hm, ich guck noch mal im Zimmer. Hallo. Hallo. Hallo, dummer Jakob. Hallo, dummer Jakob. Ich guck mal noch mal oben im Zimmer. Hallo, ich brate dich gleich in Pfanne, dann bist du Spiegelei. Vielleicht ist Anton oben in seinem Zimmer. Ich will ja gleich zum Süßigkeitenautomaten fahren und ganz viel Sachen kaufen. Vielleicht... Hallo. Vielleicht kommt er ja dann endlich ins Auto mit. Hallo. Anton? Hallo. Also... Also wenn Anton hier ist, ich gehe jetzt zum Auto und fahre zum Süßigkeitenautomaten. Okay, ich komme mit. Hallo! So, ich ziehe mir jetzt meine Schuhe an und fahre los. Mal sehen. Vielleicht treffe ich Anton ja irgendwie unterwegs. Hallo! Ich bin doch vor dir, du dummer Eierkopf. Ich ziehe mir jetzt einfach Schuhe an. Ich steige jetzt mit ins Auto. Juckt mich jetzt nicht.
So, wo gehe ich denn jetzt hin? Ach, ich wollte zum Süßigkeitenautomaten und zur Tankstelle. Ich mache mal schon mal Auto auf. Ich setze mich jetzt schon mal in Auto. Ich habe das Gefühl, ist jemand drin im Auto. Captain, kannst du mal aufhören, mich zu ignorieren? Ich glaube, ich fahre mal los. Falls hier irgendjemand im Auto drin ist, dann hoffentlich findet meine Dashcam den mit. Hallo. Oh, dieser dumme Spiegeleierkopf. Schreibt alle in die Kommentare, Kevin ist ein dummer Spiegeleierkopf. So, ich fahre jetzt zum Süßigkeitenautomaten. Hallo. So, auf zum Süßigkeitenautomaten. Ich muss richtig viele Süßigkeiten holen. So, ich halte mal eben kurz hier an, weil ich habe so ein neues Lieblings. Das ist gut zum Konzentrieren. Das ist so richtig krasse Musik. Der Anton hier wäre, ich weiß gar nicht, ob der das auch feiern würde. Ich glaube tatsächlich, der wird das auch feiern. Bin doch hier, du Dummkopf! Leute, schreibt alle in die Kommentare, der da ist richtig doof. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Hat mein Arzt nicht letztens auch gesagt, ich muss bei der Therapie manchmal so eine Minute einfach schreien? Ah! 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 Oh, und ich hab Bock, richtig heute noch mal Pizza mir zu holen. Und iTunes-Karten. Ich brauche ganz viel iTunes-Karten. Ich muss die alle wegkaufen, falls Anton da mal hinfährt. Kevin, ich brauche welche. Boah, für Brawl, richtig geil. Oder Fortnite, V-Bucks-Karten. Kevin, ich will auch. Boah, es wird ein richtig geiler Abend heute. Ich will auch iTunes. Endlich mal nichts mit Anton machen und dann endlich Fortnite spielen. Ich sage auch Anton immer, dass ich Fortnite nie spiele, aber ich spiele das immer heimlich. Ach ja! Eigentlich ist Anton echt cool. Trotzdem muss ich Takis Fuego kaufen. Auf jeden Fall cooler als du bin ich. So, jetzt nehme ich mal mein Handy einmal mit, weil ich muss ja auch filmen, wie ich Takis Fuego kaufe. Hä? Wieso bewegt sich der Stuhl? Komisch, ich denke schon, ich sehe hier Gespenster. Ich gehe mal raus. Kevin, du musst warten. Ich habe noch irgendwas auf dem Beifahrersitz vergessen. Ach, meine Wasserflasche. Komisch. Oh, das ist ja toll. Takis Fuego. Das sind meine Lieblingstakis. Zum Glück gibt es keine Blue Heats gerade. Und was, wenn es Ding, was, wenn es Käse-Vulcano geben würde? Und Käse-Vulcano ist auch so ekelig, ich sag euch das. Ey! Was war das denn? Mano! Am liebsten esse ich auch die Zombies da vorne. So, warte mal, ich mach jetzt mal Geld rein. 20 Euro. Wo ist mein Geld hin? Hey, ich war vor dir dran. Hä? Warum kommt auf einmal Prime raus? Ich habe doch gar kein Prime bestellt. Ist mein Geld da reingeflogen? Kevin, was willst du? Hä, was ist das? Ha, ich habe eine geile Idee. Ja, Takis Fuego. Oh, das ist gut. Hä, was mal? Statt da fliegen meine Takis Fuego rum. Hä? Ugh. Hä, die sind gerade da rausgeflogen und einfach in Müll rein. Hallo, ich komme da gerade gar nicht mehr an. Die sind willst da du auch einen Twonky? Die sind da drin. Guck mal da. Willst du einen Twonky? Ich hätte so Bock auf die. Ja, okay, da hast du Pech. Dann bestelle ich mir auch einen Twonky. Hä? Wieso fällt jetzt Twonky da raus? Wegen Baum. So, ich nehme noch mal die 57. Hä? Und dann mein Lieblings noch, die 24. Was ist das? Crunchy Bites. So. Hä, da hat jemand drauf gemalt. 24. Ja, endlich. Takis Zombie. Nein! Oreo, okay. Zombie, aber tut mir leid, Kevin. Also. Wieso habe ich nur noch 3 Euro? Takis Zombie. Nein! Verschwinden irgendwie die ganze Zeit. Hä? Ich bin total verwirrt. Alter, hä? Die sind schon wieder im Müll gelandet. Jetzt habe ich nur 50 Cent. 50 Cent. 25. Ich kann mir nur noch die 25 kaufen. Ein Schokobrötchen. Das ist toll. So, das will ich jetzt einmal. Ah, ich habe mir Prime anscheinend gekauft. Nein. Hä? Ich habe mir kein Geld mehr. Was ist das denn? Jetzt habe ich hier Geld reingeworfen, aber irgendwie sind meine Sachen verschwunden. Wo sind eigentlich meine Oreos? Der ist so dumm, der checkt gar nichts. Guck mal. Guck mal, ich sag euch, kauft nicht den Eiermerch, kauft das. Freunde, ihr müsst alle den Eiermerch kaufen. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, das zu sagen. So, ich gehe mal wieder ins Auto. Haha, du hast nichts bekommen. So.
So, Auto ist jetzt zu. Ey, das ist sau schwer, den zu ignorieren. Aber das Problem ist, wenn ich halt nur so Sachen zu Hause mache, ist das halt für euch zu langweilig. Und jetzt hat er mir hier die ganzen Sachen weggekauft. Und da sind jetzt einfach so 3 Takis-Packungen drin, die frisch aus dem Automaten sind. Und übrigens, die ganzen Sachen, die ich natürlich beim Autofahren gesagt habe oder gemacht habe, die waren natürlich aus Spaß. So doof bin ich nun wieder auch nicht. Aber ich fahre jetzt nochmal zur Tankstelle und werde mir die iTunes-Karten holen. Und mal gucken, wie Anton da reagiert, wenn ich da ihn komplett ignoriere. Aber das mit dem Süßigkeitenautomat, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Hallo? Das ist total dumm. Der checkt nicht, dass ich da bin. Guck mal, dadurch kann er mich sehen. Dadurch kann er mich sehen. Total dumm. Und hier liegen auch seine Sachen. So, ich fahre jetzt zum Shell-Tankstelle und hol Pizza. Nein, ich will auch. Und? Kevin, kann ich auch? Ganz viel iTunes-Karten. Nein, ich war auch, ja? Oh, das ist eine gute Idee. Boah. Ich hoffe, ich krieg auch nichts. Eigentlich ist es doch nicht so schlimm, dass er mich ignoriert. Jetzt habe ich Cronky Prime und Schokobrötchen und ein Oreo ganz viel. Und dann, wenn ich gleich zu ihm gehe und den iTunes kaufe, renne ich damit weg. Ich hasse, dass es schon so früh dunkel wird. Ich auch. Okay, wir sind angekommen an der Tankstelle. Ja, jetzt kauft Kevin mir ganz viel iTunes. So. Boah, du siehst babamäßig aus. So, die müssen da irgendwo sein. Aber als allererstes wollte ich so eine Pizza haben. Mhm. Hä? Ah, und so ein Eis vielleicht auch noch? Ich überlege gerade. Kevin, wenn du so ein Eis nimmst, dann boxe ich dich. Das ist nämlich mein Lieblingseis. Nein. Salted Caramel Cookie. Nein. Ich nehme mal dieses Cookie, glaube ich. Ja, nehme ich gerne. Das ist so schlimm. Ah, und hier sind die iTunes. Ich brauche so 100 Euro. Oh, oh, hier fallen gerade Amazon-Karten runter. Hä, wo sind die 100-Euro-Karten hin? Komm, Kevin, ich bin jetzt reich, wir kaufen die. So, 2,50er nehme ich jetzt. Die 100er sind irgendwie ja gerade weg. Wo ist eigentlich mein Eis hin? Ich habe mir doch noch Eis geholt. Okay, einmal zur Kasse. Ah, da ist mein Eis wieder. Boah, ich klaue Kevin jetzt einfach die iTunes-Karten und das Eis. Und die Pizza. Ich muss auch meine Cap wieder richtig aufsetzen. Irgendwie ist sie voll schief gerade gewesen. Boah, wenn das bezahlt ist, nehme ich die einfach mit. Ich habe Kevin einfach genommen. Ich meine, Kevin ist so unfair, die ganze Zeit nicht mit mir geredet. Und jetzt klaue ich ihn die einfach. Wo sind meine iTunes-Karten eigentlich hin? Haha. Ey, gibt's auch Prime, Ice Pop. Oh, das muss ich mir mal auch noch mal kaufen. Das ist doch geil. Ich liebe Ice Pop. Die muss ich klauen. Kevin, wenn du mich schon ignorierst, nehme ich dir auch alles ab, was du hast. Ich muss mir jetzt noch Prime kaufen. Oh, zum Glück gibt's noch eine Flasche Prime. Ey, Freunde, ich sag euch das, der nimmt mir einfach alles weg, ne? So, ich fahre jetzt alleine nach Hause. Fährt Kevin jetzt weiter oder was macht er als nächstes? So, ich tue jetzt mal kurz meinen... Hey, Kevin, da ich auch? Mein Beifahrersitz ist ja frei. Kann ich ja jetzt die Pizza hin tun. Alle anderen Sachen sind ja irgendwie auf magische Weise verschwunden. Hallo, ey, darf ich mit? Hey, du kriegst iTunes. Hey, Freunde, ich sag euch das. Ey. Ich mach jetzt das Fenster runter. Da vorne steht der gerade. Ich fahr jetzt einfach erstmal los und tue, als ob ich so alleine losfahre. Ey, 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 ich war auch mit, ich war auch mit, ich auch. Glück gehabt, Kevin. Hättest du mich nicht mitgenommen, hätte ich dir nächstes Mal beim Schlafen links oben rechts unten gegeben. Backpfeife, Batsch, Batsch, Boom. Ich glaube, ich fahre jetzt mal zu Theo. Ich nehme jetzt ein Video mit Theo auf. Mal gucken. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo Anton heute den ganzen Tag ist. Aber ich mache jetzt einfach was mit Theo. Ich sitze neben dir, du dummer Jakob. Okay, jetzt bin ich zu Hause. Ja, Kevin. Ich glaube, ich habe zuerst überlegt, ob ich mit Theo was aufnehme, aber wobei... Ich gehe jetzt erstmal kurz ins Haus rein. Ich habe jetzt gerade ein paar Süßigkeiten gekauft. Erstmal ein bisschen iTunes ausgeben. Bisschen. Na, mein iTunes. Bisschen Pizza und so. Wir gehen erstmal raus. Kevin, was machst du? Hallo? Kevin? Ah, ich habe eine Idee. Okay, dann hast du Pech. Jetzt hast du Pech. Ich habe eine Idee, was ich mache. Irobot, Bibaum, Billy. Was ist denn mit meinem Tisch heute los? Ich rufe mal Antons Mom an und frag mal, wo Anton heute ist. Ich stehe genau neben dir. Hi, Kevin. Hi. Du sag mal, weißt du, wo Anton ist? Nee, ich hab den heute den ganzen Tag eigentlich gar nicht gesehen. Ich dachte, der ist bei dir. Nee,
Eigentlich wollten wir heute was aufnehmen. Aber weißt du, ob Theo vielleicht Lust hat? Dann mache ich einfach heute was mit Theo, wenn Anton nicht da ist. Ja, Theo ist zu Hause. Ja. Aber jetzt müssen wir ja gucken, wo Anton erstmal ist. Und du hast ihn den ganzen Tag nicht gesehen? Nee, ich habe ihn heute den ganzen Tag nicht gesehen. Wie kann es sein, dass ihr mich beide nicht seht? Ich stehe genau neben Kevin. Hast du es gehört? Ja, der schreit er ja. Ist er doch bei dir? Nee, keine Ahnung, ich glaube, das war der Wind. Na gut, ich mach mich mal auf den Weg. Ich hole gleich Theo ab, ja? Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Ich stehe genau neben dir und mein Handy liegt zu Hause. Ich werde wieder sichtbar tanzen. Ich werde wieder sichtbar tanzen. Ich werde wieder sichtbar tanzen. Anton? Bam! Ich war die ganze Zeit neben dir. Warum hast du mich den ganzen Tag ignoriert? Anton, ich würde sagen, das war's jetzt hier mit dem Video. Hast du noch final was zu sagen? Kevin ist ehrenlos, schreibt alle nicht in die Kommentare Hashtag Eierkopf, sondern schreibt in die Kommentare Hashtag Eierkopf ist dumm.